mit Schmalfilmen aus Theo Diesels Schatzkiste, eigenen Schmalfilmen und Videos sowie ein paar Fremdbeiträgen war es möglich, Leiferder-Szenen über einen Zeitraum von 40 Jahren zusammenzustellen. Ich wünsche viel Spaß. Unser Dorfpolizist Eddie Böhnke scheint nervös zu sein. Hier wurde noch im Freien durch die Röhre geschossen. Da geht aber die Post ab. Ein schlimmes Jahr für die Heide und auch für Leiferde. Das alles und noch mehr zeigt der Kulturring Leiferde am Mittwoch, dem 6. März 2013 um 19 Uhr auf der Leinwand und als DVD im Dorfgemeinschaftshaus Leiferde. Lassen Sie sich überraschen.